Guten Morgen Welt, hier bei Manulash. Und ja, wir haben jetzt hier an diesem Strick da zuletzt aufgehört und wir schauen uns jetzt einfach mal die nächste Sequenz an. Dein Freund ist in einer hypnotischen Trance. Die seltsamen Schallwellenmodulationen dieses Gerätes verursachen das. So etwas habe ich schon mal gesehen, bei einer Mission in Prag. Aber das hier ist viel fortschrittlicher. Gedankenkontrolle durch Musik, das ist genial! Ich meine, teuflisch genial! Dann war doch alles umsonst! Nein, wir müssen nur das Gerät lahmlegen, bevor wir ihn befreien. Aber wir müssen vorsichtig vorgehen, sonst riskieren wir, dass sein Hirn am Ende zu Brei wird. Was ist denn Brei? Oh, so wie Baba Ganoush oder Hummus. Nur breiiger. Genau. Lass mich das Ding mal aus der Nähe sehen, damit ich es ausschalten kann. Wie Sie wünschen, Bentley. Und nun geht's auf wieder ins Netz sozusagen zum Hacken. Ja, wieder die Lieblings-Hack-Sequenz von mir. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Das ist noch relativ einfach hier. Und die Dinger, die mich immer wegkatapultieren, die mag ich überhaupt gar nicht. Aber letztendlich ist es ja noch ganz einfach zu absolvieren. Ja, da hast du recht. Wie ein Flipperautomat hier, ne? Hier durch. Komm. Jawohl. Sehr schön. Und rein in die Kiste. Sehr schön. Wunderbar. Na komm. Oh! Uff, die Sekunde. Uff, die Sekunde, genau. Knapp, aber ich würde sagen, dennoch really safe hier. Haben wir das abgefangen und haben jetzt den Panther, soweit ich mich noch erinnern kann, befreit. Bruder, geht es dir gut? Oh, mein Kopf, wo bin ich? Du wurdest gefangen, hypnotisiert und gezwungen, Fälschungen für diese Elefantenkuh anzufertigen. Doch ich habe dich vor ihrer teuflische Musik gerettet. Mit, naja, etwas Hilfe. Reizend. Ich habe Hunger. Hast du was zu essen dabei? Vielleicht ein paar Skorpionschwänze oder Kamelmilch? Unfassbar. Ich klettere mir einen Wolf, um dich zu retten, und du willst Kamelmilch? Was für ein Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen. Auftrag erfüllt. Das ist wunderbar, meine lieben Leute. Ja, und ich muss ja auch ganz ehrlich zugeben, das ist jetzt zum allerersten Mal ein nachkommentiertes Gameplay. Hier noch in Rauch aufgelöst und mit Mary einen anderen Auftrag. Aber erst habe ich mir mal gedacht, okay, gehst ins FIFA-Net. Ja, ist ein nachkommentiertes Gameplay. Ist jetzt zum normalerweise immer live aufgenommen. Ja, kleine technische Probleme, beziehungsweise eigentlich der eigene Verstand war da mal wieder im Weg. Ich habe einfach nicht auf den Mikrofon-An-Button da geklickt und ja, da fällt mir einfach so manchmal ein, dieses Zitat meiner Deutschlehrerin. Ja, beim IQ von 0 diskutiere ich ja noch, aber minus 30 hört es bei mir auf. Und in dem Fall war ich bei minus 30 und ja, auf jeden Fall habe ich dann den Part natürlich aufgenommen, aber ohne, da war noch Ultimate Mary, den müssen wir natürlich gleich wechseln. Dann habe ich halt da nicht meine nervige Stimme da drauf gekriegt und da habe ich mir gedacht, ich kann das ja nicht so lassen, das geht ja nicht. Und ja, deswegen kommentiere ich das nach. Hier seht ihr nochmal, welche Ultimate-Charaktere möglicherweise an- oder aus sein sollten, wie ihr wollt. Ja, was habe ich zu erzählen? Ganz witzige Geschichte heute. Also ich werde natürlich noch weiter ein paar Gameplay-Szenen aufnehmen, aber
ganz... Meine Daten zeigen, dass das Gebäude klein, aber sehr stabil ist. Und im Moment scheinen tatsächlich keine Wachen drinnen zu sein. Wir können ziemlich direkt vorgehen. Du und Sly geht zur Vordertür rein. Und danach darfst du deiner Muskelkraft gerne freien Lauf lassen. Kein Problem, Bentley. Mein mächtiger Bizeps ist schon ganz heiß aufs Loslegen. Ja, durch die Vordertür ist auch eine Seltenheit. Auf jeden Fall eine ganz witzige Story, und zwar... Man kann ja auf YouTube bei manchen Videos auch sehen, welche Altersgruppe diese Videos anguckt. Und da hat mir mein Kumpel erzählt, also normal ist es ja so, dass zum Beispiel wie Sachen wie COD, Battlefield, das sind ja ab 18. Und eigentlich sollten das ja für die Erwachsenen sein. Wow, da ist er ja! Das wird ja einfacher als einem Baby die Pizza zu klauen! Du meinst den Lolli, Kumpel? Oh ja, ich liebe Süßkram! Wir sollten sehr vorsichtig sein, Murray. Hier stimmt etwas. Au! Bye bye. Und wieder herzlich willkommen. So gehört sich mal ein richtiger Arschtritt. Das war Wahnsinn! Stimmt's, Sly? Sly? Wo bist du, Kumpel? Ich bin hier, Murray. Hey, Sly, wo sind wir? Weiß nicht, Kumpel. Aber ich glaube, wir haben wohl einen Geheimeingang entdeckt. Sly! Murray, bitte kommen! Seid ihr da? Bentley? Das Signal bricht ab. Sly, ich komme nicht über diese Barriere! Ja, das gleiche habe ich auch gedacht. Und das Sichtkommunikatorsignal zu Bentley ist weg. Keine Angst, wir gehen einfach weiter. Irgendwo muss ja ein Weg hier rausführen. Hey, Sly! Hier ist irgend so ein komischer Hebel! Ich benutze ihn einfach mal! Nur zu, Kumpel. Ich stecke hier gerade sowieso fest. Kern, auf ins... Auf! In die Schmugglerhöhle. Vorher noch in die Ratzfatz Taxis oder wie das war, keine Ahnung. Ja, Ratzfatz Taxis Abteilung und jetzt in die Schmugglerhöhle. Auf jeden Fall nochmal back to meiner Story. Wird jetzt dann vielleicht nochmal unterbrochen, also wird dann jetzt dann schon beendet. Zieht sich dann so über das ganze Spiel. Über die ganze Gameplay-Szene. Ja, und zwar COD ist ja eigentlich so ab 18 und früher, also ich bin ja jetzt schon an fast 20, also ich werde 20 dieses Jahr. Und da ist es jetzt so, dass wir jetzt erst wieder hier nicht weiter können. Keep out, ja schön. Mir ist da so ein Klingelnwirbelding im Weg. Wenn ich noch weitergehe, bin ich gleich Hippo-Hackfleisch. Okay, Murray. Ich sehe mal, ob ich von hier aus was machen kann. Und ich bin natürlich in einer super Zeit aufgewachsen, wie ich finde, mit ganz tollen Serien. Und die haben jetzt auch was mit der Story zu tun, keine Sorge. Also so ein Beispiel wie Pokémon, Yu-Gi-Oh! Wer wurde damals nicht zum Super Saiyan auf dem Pausenhof? Und ja, dann hat er mir erzählt, also dass normalerweise so, ich sag mal so 12, 13, 14-Jährige vielleicht auch nur ein bisschen jünger angeguckt haben. Und ja, man sollte ja eigentlich denken, solche Videos werden auf der Plattform YouTube auch so dementsprechend geguckt, also in dem Alter, in dem jeweiligen Alter. Und hier stellen wir noch schnell der Wache den Schatz, ehe wir uns dann kurz, ich da kurz den Überblick verloren habe. Und ja, auf jeden Fall, gesagt, jetzt kommt doch der Höhepunkt nach ungefähr 10 Minuten quatschen um einen heißen Brei. Dass genau diese Altersgruppe verkehrt herum sind. Also die meisten Jugendlichen gucken COD-Videos, wie ja, jeder Kanal bringt ja ungefähr heute mindestens ein COD-Video. Da hatte ich auch einen blöden Gedanken gerade. Und da habe ich mich eigentlich davon abgeschottet. Also ich bin jetzt nicht der beste Spieler in COD. Das ist auch möglicherweise ein Grund dafür. Und
ich will einfach, ja, solche, ich sage jetzt mal niedlicheren oder so, anspruchsvollere Games auf jeden Fall. Und die ganzen 13-Jährigen, 14-Jährigen gucken COD und die ganzen 18, 20, also so jetzt meine Generation, die gucken sich die Pokémon-Videos an. Und, oder überhaupt Serien, Animes und ich fand das dann echt irgendwo ganz witzig. Dass eigentlich die Serien, die für Kinder gedacht sind, sich dann schon, ich sag jetzt mal, die Halberwachsenen, hier gleich mal schöne Bestrafung, guter Anfang, dass eigentlich die, ja, die Erwachsenen solche Sachen angucken und, tja, finde ich irgendwie witzig, aber ich finde es auch repräsentativ, also. Ich mach's auch. Ich liebe diese Serie. Ich guck's mir jetzt nicht jeden Tag im Internet an. Ich hab schon jetzt auf mein Abi zu lernen. Aber sonst schaue ich mir wenig COD-Videos an, weil letztendlich, ich würde jetzt sagen, 70% vieler deutscher YouTuber zeigen COD-Videos. Zeigen Videos, die irgendwie in 100, 200 zu 1 Gameplay zeigen. Und, natürlich ist es toll, wenn man sowas kann. Aber letztendlich kann ich mir davon trotzdem nichts kaufen. Tja, aber das wird jetzt dann hoffentlich irgendwann jetzt mal demnächst auch bei mehr bei der Mehrheit der Jugendlichen so sein, dass sie erkennen, okay, auch ein 200 zu 1 Gameplay ist jetzt irgendwann, also muss ja irgendwann mal langweilig sein, also andauernd das nur zu sehen, wie einer 200 Menschen zusammenschießt und nur einmal stirbt, das ist schön, aber was will er damit anfangen? Also ich habe damit noch nicht so wirklich den Durchblick gehabt, weil manchmal ist es echt ganz witzig oder mit Doodle oder keine Ahnung, Sniper, Doppelabschuss, aber dann irgendwann kommt nichts mehr Besonderes. Also man sieht ja mittlerweile jetzt bei Black Ops 2, jeder hat irgendwie einen Schwarm, Loadstar und sonst wen drin. Und ja, das war's. Also und dann erreicht er den natürlich, vielleicht mit Doodle oder nicht, und dann hier hatte ich den Doodle zum Beispiel jetzt nicht. Und dann ja, dann hat er den halt, dann bleibt er auch wieder 10 Stunden, weil er gegen solche Noobs spielt, die den nicht abschießen. Tja, so ist es halt, ne? Und da kommt es halt dann auch dazu, dass mal Ältere sich dann eigentlich die Sachen angucken, die für Jüngere sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben eigentlich immer noch mehr Stil als die Serien von heute. Ich will mal kurz ein Päusel wieder einlegen, hier im Wechsel zu Murray. Dieser Falle aber. Ja, jetzt hätte ich auch kleine Aggressionen oder sogar eine Wut. Watch your step und be war. Of Sharks. Ja, Haie. Genau, Haie sind hier und wir sollen auf unsere Schritte achten. Also, ich kann euch aber eigentlich schon mal vorspoilern. Es hat uns in diesem Part nicht ein einziges Mal erwischt. Also, zumindest Haie haben uns nicht erwischt. Das mal als kleine Vorwegnahme, wenn ihr jetzt darauf gehofft habt, dass da irgendwie so ein Fell kommt. Muss ich euch enttäuschen. Ich kann natürlich den Part nochmal spielen, ne? Hier auch Glanzleistung von mir, alles wieder völlig daneben. Mit Zielen, da kommen wir jetzt auch noch mal gleich dazu. Die Kanone steht ja da nicht ohne Grund. Und ja, nochmal zurück. Zumindest gleich, wenn jetzt die Sequenz vorbei ist, die jetzt als nächstes kommt. Fragt nicht danach, was ich da gedacht habe. Die Kanonen ausschalten. Ein paar Kanonenkugeln lösen das Problem. Also kurze Attacke.
Evakuierungsphase da auf die Festung. Und ja, wie gesagt, also ich versuche natürlich da jetzt nach wie vor Sachen zu finden, die einzigartig sind oder die wirklich irgendwas Gutes vorweisen können. Ob es jetzt eine Story ist, ob es jetzt, keine Ahnung, Gameplay-mäßig anspruchsvoll ist, ob es etc. Wie gesagt, gute Story oder so. Muss es halt einfach was Gutes sein. Und da bin ich natürlich offen für alles. Also, ob es jetzt vielleicht auch Anime-Serien sind, ich kann jeden. Ich habe eh schon viele gefragt, ob ich den ganzen Namen darf. Eher weniger haben beantwortet. Haben positiv geantwortet. Beantwortet haben sie eigentlich alle. Und ja, trotzdem, ich denke mal, da kann das Ding noch was machen, auch von den Spielen her. Und sagt es auf jeden Fall so vielen Leuten, denn je größer wir werden, desto mehr Einfluss haben wir. Und es würde mich natürlich unheimlich freuen, wenn zum Beispiel noch ein Sly Cooper rauskäme oder ein Jack und Dexter. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite, ja. Bloß welche. Da kommen wir jetzt dann wieder nicht weiter. Müssen wir wieder mit zum Sly Cooper Deep. Der Deep wechseln. Nervigen Wirbeldingern. Ich muss auf Sly warten. So, fuchtel nicht mit deinem Stab um, sondern lauf. Der hat uns fast erwischt. War mal aber schneller. Und auf der rechten Seite, bitte wenden, sehen Sie jetzt eine Slime-Maske in 50 Meter entfernt. Das rote Fass bin ich jetzt nicht drauf gesprungen, war schon echt verlockend. Und auf jeden Fall, ja, es gilt das Wort spreaden, also teilen. Es kann sich nur verbessern, es kann sich nur vergrößern. Und wie gesagt, desto mehr Einfluss haben wir. Und ich würde mich natürlich freuen über ein neues Sly, Ratchet & Clank. Ist es nicht mein Fall, aber ist immerhin ein Jump'n'Run. Was jetzt im Moment da, ich habe nur so von ein paar Freunden gehört, das ist ja jetzt auch nicht so toll. Sly, bitte kommen! Ende! Bentley, schön, dass du da bist. Sly, geht es dir und Murray gut? Irgendwas hat unseren Funk unterbrochen. Seid ihr abgestürzt? Nein, ist kompliziert. Aber siehst du, was ich sehe? Wow! Unglaublich, nicht wahr? Absolut. Wenn ich erst... Du darfst nichts anfassen. Halt, was? Bedauere, Sly, aber wenn du etwas berührst, dann werden die Wachen kommen. Selbst wenn du bloß auf diese Münzen trittst. Geh dem Schatz besser aus dem Weg. Und vergiss nicht, nimm bitte für die schwierigeren Sprünge am besten Salims Kostüm. Ja, schade. Da kann man schon mal was stehlen und dann darf man es nicht. Und ja, Jack und Dexter, wie gesagt, oder... Entdecken ist auch zum Beispiel ein gutes Ding. Oder auch dieses für die PlayStation 4, die wird natürlich sofort gekauft. Auf die Xbox 21. Mai, merkt es euch vor. Ich bin eigentlich eher ein Verfechter von Sony. Sly, dieser unbezahlbare Schatz ist Sindbads legendärer Kelch. Der Geschichte nach wurde er von deiner Urahnin entdeckt, Henriette Einauge Cooper, der berühmten Piratin. Allerdings war das erst im Jahr 1616. Wenn du ihn jetzt... Das war wieder auch super genial. Aber trotzdem, also die Xbox hat auch, habe ich auch nur wegen Artikeln gekauft und nicht wegen Gears of War, auch nicht wegen Halo, sondern anderen guten Spielen. Sei dieser unbezahlbare Schatz ist Sindbads legendärer Kelch. Der Geschichte nach wurde er von deiner Urahnin entdeckt, Henriette Einauge Cooper. Der berühmten Piraten. Allerdings war das erst im Jahr 1616. Wenn du ihn jetzt nimmst, würde das Zeitkontinuum empfindlich gestört werden. Und die Cooper-Zeitachse auch. Dann würdest du vielleicht sogar verhindern, dass du ein Dieb wirst. Oh, schon kapiert. Ja, sehe ich auch so, Bentley. Und jetzt das folgende wird jetzt ein bisschen blöd werden. Da kommt ein bisschen öfter mal so ein kleiner Bail. Aber wie gesagt, also auf der PS4, Knack oder Knack oder wie auch immer, in Erinnerung, es ist ja auch, wird eigentlich auch ein ganz gutes Game, wird auch gekauft. Und ja, mal gucken, also Jump and Runs sind schon ganz gut für den PC,
Suche ich mir jetzt auch noch ein paar Strategiespiele, die wirklich guten alten, like Commandos, Robin Hood und so. Ja, machen wir übermal überball. Machen wir mal zu jedem Spiel irgendwie so ein Let's Try. Und da, wo die meisten Aufrufe oder die meisten Kommentare oder was auch immer sind, das hauen wir einfach mal ganz locker rein hier. Sly Cooper kam ja eigentlich auch relativ gut an, meine ich zu wissen. Und da können wir dann sicherlich irgendwie auf den grünen Nenner kommen. Wir wechseln wieder zu Murray. Paul! Jetzt zeige ich's dieser Falle aber! Ja, er mit seinem Brokkoli ist immer so. Also ich habe ihn auch schon einen Hamburger essen sehen. Das gab es ja auch schon mal in einem Video. Auch eine Pizza kann er sich in sich reinschieben. Und damit würde ich sagen, guten Abend Welt. Und ciao Leute, lasst es euch schmecken. Ciao.